So, noch das Headset richten. Und dann... Oh, scheiße, jetzt ist mir die Maus unter... Oh, fuck. Ah. Drecksdings. Au, au. Ah. So, jetzt aber... Ah. Ah. Blöde Drecksmaus. Hurensohn. Hey Leute und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Schön, dass ihr reinschaut auf meinen Kanal. Ich bin neuer Let's Player und ich heiße Coolman Let's Plays 1997. 1997 deshalb, weil ich da geboren bin. Und ja, ich mache jetzt auch Let's Plays und... Als mein erstes Let's Play habe ich mir rausgesucht Pokémon dieser 4 Edition, weil Pokémon fand ich halt schon damals total cool, als es rausgekommen ist, und ich habe jede Edition gespielt und dieser 4 Edition war meine Lieblingsedition, weil das Titelbild, das blubbert so schön. Und ich mag Blubberblasen sehr gerne. Und ja, jetzt geht das Intro nochmal los. Das mag ich eigentlich nicht. Ich möchte lieber meine Blubberblasen weiter angucken. Und ja, ich hatte gerade noch ein paar Probleme. Ein paar technische Probleme, aber die sind eh nicht in der Aufnahme drin. Die habe ich rausgeschnitten. Nur ein paar Schwierigkeiten mit der Maus. Es sind die Batterien ausgegangen. Und ja, aber es tut ja eh nichts zur Sache. Also wie gesagt, willkommen bei meinem ersten Let's Play von Coolman LP 97. Und Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch so sagen soll. Ich drücke gleich einfach mal auf Start. Ich wollte einfach nur sagen, ich hoffe, ihr habt voll viel Spaß bei dem Let's Play. Und wenn euch das Let's Play so gefallen tut, dann würde ich es voll cool von euch finden, wenn ihr mich abonnieren würdet. Weil Abonnenten sind mir dann schon wichtig, damit ich halt auch ein großer Let's Player werde. Und vielleicht mache ich dann auch ein 10 Abonnenten Special. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal... Viel Spaß beim ersten Let's Play von mir. Drücken wir mal Start. So Leute, jetzt mal... What the fuck? Internetbatterie ist verbraucht. Spiel kann fortgesetzt werden, wenn ich die richtige Taste finde. Ach jetzt. Aber Zeitbasierung des Spielwands wird nicht mehr initiiert. Ihre NASA. Wow, das erste Spielfeature finde ich schon mal echt genial. Ja, willkommen Leute zu Let's Play Pokémon Saphir. Yay! Und nein Leute, das ist wirklich kein Aprilscherz, auch wenn das Datum darauf schließen lässt. Ich spiele hier ernsthaft Pokémon, ja? Die Saphir Edition. Ganz ernsthaft, kein Aprilscherz, kein gar nichts, doch ein Let's Play, aber sonst kein Scherz, kein... Versuch von den Illuminaten die Welt zu übernehmen oder so. Nein, überhaupt nichts. Nur ein Let's Play. Ein ernst gemeintes... Haha, ernst gemeint. Ein Let's Play halt. Ja, von mir. Nonsense RPG, denn ich bin wieder da. Ein bisschen mehr Euphorie, bitteschön. Ja, wirklich kein Aprilscherz. Ich mein's ernst.
ganz ernst. So ernst, dass ich's ernst meine. Mein Gott, was laber ich für eine Scheiße. Egal, wie gesagt, jedenfalls willkommen zu Let's Play Pokémon Saphir. Aber es ist kein normales Let's Play, denn dieses Let's Play mache ich nicht alleine. Denn bei mir ist niemand. Aber es ist trotzdem kein normales Let's Play. Also es ist ein Pokémon Together, was aber doch kein Together ist, aber wir sind halt drei bekloppte Leute, die die drei verschiedenen Editionen gleichzeitig spielen, zu dritt, aber auch irgendwie doch alleine mit Puringosa und V-Castle so zusammen und irgendwie doch alleine Let's Play. Von Pokémon. Ja. Mit anderen Worten, ich spiele hier die Saphir-Edition, Puringosa spielt die Rubin-Edition und V-Caster spielt die andere. Die Smaragd-Edition. So, und da spielen wir alles gleichzeitig. Wir nehmen nicht immer gleichzeitig auf, aber wir fangen jetzt gleichzeitig am 1. April damit an. Aber es ist kein Scherz. Der Scherz an diesem Pokémon-Let's Play ist, dass es kein Scherz ist. Ja? Ich hätte selber nie gedacht, dass ich Pokémon-Let's Player, aber vielleicht andere Let's Player kennen es vielleicht, wenn man einfach so sitzt, da sitzt. Wenn man einfach so sitzt, das kennen nur Let's Player, wie man so da sitzt und dann einfach die Spiele durchguckt und dann sieht man irgendein Spiel, dann denkt man sich, ach, scheiß drauf, ich Let's Play das jetzt. Und so war das bei Pokémon. Und da ich noch zwei bekloppte Leute gefunden habe, die das mit mir, aber auch ohne mich Let's Playen, viel zu hohe Psychologie das Ganze, sitze ich jetzt hier und Let's Play Pokémon. Das war meine Lebensgeschichte, macht's gut. Nee, jetzt fangen wir hier wirklich mal an. Wie gesagt, das erste Feature ist schon da, ich weiß nicht wieso, es geht mir aber auch irgendwie an meinem wohlgeformten After vorbei. Ich drück auf neues Spiel und wow, geile Musik hier. Ein Mann in Shorts, den ich jetzt synchronisieren muss. Moment, jetzt muss ich mal wirklich das Headset richten. Meine, ich muss das Headset richten. Nee, ich muss das Headset richten, jetzt kann ich ihn vorlesen. Ganz in alter Manier. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich etwas viel Scheiße labere, aber das ist mein erstes Let's Play, nachdem ich einen Monat gar nichts gemacht habe. Es ist sehr seltsam. Sehr seltsam wieder zu Let's Playen. Naja, ja. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Übrigens, ich spiele das blind. Ich habe Pokémon nach der goldenen Edition aufgehört, weil ich es danach scheiße fand. Warum ich jetzt doch spiele? Man muss sich ja weiterbilden. Ich meine, 5873 Pokémon, das gehört heute schon zur Allgemeinbildung. Und ohne dieses Wissen kommt man im Leben auch nicht mehr weit, habe ich das Gefühl. Und deshalb, ja, hinterfragt einfach nicht die Hintergründe dieses Let's Plays. Schaut es einfach. Oder nicht. Doch, schaut es. Mein Name ist Birk N. Stock. Bin ich witzig? Ich rede ihn jetzt so, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Ich nenne das eine Ratte auf einen riesigen. Ach nee, lass mal's. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen. Als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und ich sollte das lassen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Einfach so, weil wir das können. Oh. Doch obwohl wir Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Außer, dass die Leute, die ganze Zeit oh, oh, machen, sehr gerne aufschlitzen und ausweiden. Oh. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bob. Nee. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Moment, ich schau mal kurz nach. Ja. Ist schwierig. Ist schwierig. Ich glaube, ich bin ein Jädel. Oder ein Munge. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich bin ein Junge. Schau zumindest, also, wenn es nicht ganz so kalt. Ich bin ein Junge. Ja. Fein. Und wie heißt du? Sebold, Daniel, Helge und Jan. Was ist denn Sebold für ein Name?
habe ich zufällig einen Zuschauer dabei, der Sebold heißt. Wenn ja, du armer Junge. Dein Name. Punkt, Komma, Punkt, Punkt, Komma, P, H. So. Nee. Wie lösche ich das jetzt? Das ist eine gute Frage. So. Kosch. Gibt's hier keine kleinen Buchstaben? Doch, auf Select. Auf Select. Ihr müsst mich wirklich entschuldigen, wenn ich hier gerade etwas überdreht wirke. Wie gesagt, erst ist jetzt Base im Monat etwas aufgedreht. Ja, aber sonst bin ich ganz nett. Ach übrigens, Leute, so hier schreibt man mich nicht. Ich krieg so viele PNs, die mich mit SCH schreiben. Es ist zum Mäusemelken. Man schreibt mich K-O-S-H, wenn ich's finde. Ü. Koschü. Nein, Quatsch. K-O-S-H. I. Koschü. So. So und nicht anders. Wenn mich nochmal jemand mit SCH schreibt, kann ich nichts machen, aber ich mag dich dann offiziell nicht. Ja. Ah, du bist also Koschü. Ja, ich glaube schon. Ah, okay. Oh, oh, jetzt habe ich es. Du heißt Koschü und bist gerade nach Wurzelheim. Meinem Heimatort gezogen. Na, ja, so jemand wie du muss ja auch aus Wurzelheim kommen, wa? Oho, oho. Gut, oho. Bist du bereit? Oho. Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hopp, ne Mut und stürze dich nie. Was? Nee, und stürze dich in die Welt der Pokémon. Wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Da zeige ich dir, wie man so lacht. Ich erwarte dich dort. Oho, oho, oho. Ich sollte mit den Drogen aufhören. Ich trinke was. Oh, cool, ich bin. Wo bin ich? Was mache ich hier? Was haben die Illuminaten damit zu tun? Kann ich? Ich kann laufen! Ich kann gehen! Es ist so wunderschön! Auf der Kiste ist ein Pokémon-Logo. Es ist ein Umzugs- und Lieferservice einer Pokémon-Firma. Ja, für mich hatten sie wohl nicht den passenden Karton. Lalalü. Ja, noch mehr Pokémon-Logos. Alles voller Pokémon-Logos. Ist das wunderbar. Hui, hinaus. Hallo, Wurzelheim. Ach du Scheiße, ich gebe zurück in mein Laster. Mutter. Koschü, wir sind da, Schatz. Toll, danke. Wieso hast du mich in den Frachtraum geschmissen? Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Früher nannte man es auch Schlumpfhausen. Wie gefällt es dir? Scheiße. Das ist unser neues Zuhause. Ach du Kacke. Ist das idyllisch? Nö. Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Auf keinen Fall. Und? Du bekommst dein eigenes Zimmer, Koschü. Oh, jetzt bin ich aber von den Socken. Was für ein Komfort. Lass uns hinein gehen. Siehst du, Koschü? Was? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Nein. Diese Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Wow, wozu brauche ich dich dann noch? Hahaha, lustig. Das ist doch so etwas von praktisch. Nein, das ist Ausbeute. Koschü, dein Zimmer ist oben. Toll. Schau es dir doch mal an, Spatz. Nein. Fati? Wer? Hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Wow, ich bin ganz von den Socken. Eine Uhr, geile Sache. Vergiss nicht, sie einzustellen. Ja, mache ich. Danke. Ich will heraus. Nun, Koschü, bist du nicht neugierig, dein neues Zimmer zu sehen? Nein, nicht wirklich. Lass mich heraus. Ich hasse dich. Du warst nie für mich da, als ich dich gebraucht habe. Oh, ich kann über Stühle laufen. Und jetzt jump, jump, jump. Oh, siehst du das? Was bin ich doch akrobatisch? Und jetzt auf den Tisch. Ach, geht nicht.